Moin Moin und rein da. Abfahrt! Der Anfang des Jahres war für uns alle hart und da hatte Mama Merkel was zu sagen. Sei bloß vorsichtig! Sei bloß vorsichtig! Sei bloß vorsichtig! Sei bloß vorsichtig! Gastronomiebetriebe werden geschlossen. Das hat sich auch auf einige Jungs negativ ausgewirkt. Das kenne ich. Hä? Okay, ich bin grad lost. Ist es Monaco? Ein Walkout, komm, Baby, jetzt hier mit Annas Glück. Deutsch. Brasilien. Japan. Die Portugal-Flagge, oder? Nur geöffnet. Land. Ja, was? Eine Mannschaft. Ob es jetzt Handbrüche waren. Oder ob der Rentner mal wieder paar Uis rausgehauen hat. Hallo, oha, ne Freude, Frau von der Bühne. Ich hab sie sogar dabei. Twitch, wie gesagt, ganz kurz. Oha, Mann. Nein, 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 nichts machst du da. 2 seconds later. Alles aber. Das darf man sagen, ist okay. Wenn ich jetzt mit der Kamera das gleich auf Scherz hinmache, dann ist da nur mein Hotelzimmer. Aber die kennt ihr ja noch. Oh, guck mal da rechts. Ist nicht mal im Übrigen, ne? Ist sogar zu. Auch sonst hatte er weise Ratschläge auf Lager. Toilette gehen, Häufchen setzen, 10 Minuten am Handy chillen, 15 Minuten Gameboy spielen. Und da brauchst du gar nicht abwischen, weil es schon von alleine getrocknet. Ein guter Gastgeber war er auch. Würde dich dann rein theoretisch stören, wenn ich hier noch furzen würde? Beim Essen? Willst du nichts trinken, Max, oder was? Ja, eine Cola Zero würde ich auch nehmen. Ich habe keine Cola Zero. Was ist das denn? Cola. Cola? Hä? Taste the feeling. Auf Steffis Ehre jetzt schwören, dass du hier unten noch keine geraucht hast. Warum eigentlich immer meine Schwester? Was hat meine Schwester? Weil ich deine Eltern nicht kenne. Ja, aber du kennst meine Schwester auch nicht. Hey. Oh, ja, okay. Sag mal, du Sohn. Da, warte, Digga, bei mir ist, das wird richtig laut, das sag ich jetzt schon. Boah. Mach mal dein, da kommt ja wahrscheinlich gar nichts jetzt. Meiner ist so klein. Deiner ist größer. Oh, eine große Rolle spielten auch die Pokémon-Karten in diesem Jahr. Alfred? Rolle, die Feinde ist hier. Meiner ist mein Gebo. Ja, die ist richtig schlecht. Mann. Schmutz, Schmutz. Das ist richtig schlecht. Richtig mies, das schlechteste Pokémon überhaupt. Schlecht, mies. Ja, so, Mann, das macht keinen Spaß mit dem. So, oh, ui, Maschallah. Beauty? Guck mal hier. Beauty, die finde ich auch geil, Digga. Die ist 9. Oh Mann! Maschallah. Alter, was bin ich in Schrill? Und es wurden nicht nur die Karten angepackt. Hier ist Essen bereit. Moment. Hier sind im Prinzip die fertigen Utensilien. Perfekt. Das sieht sehr, sehr gut aus, ja. Ja, da drüben. Sag mal, was ist denn das gerade? Da liegt was auf dem Boden. Tatsächlich noch eine Zucchini. Free Fussel? Welcher Fussel? Bei mir? Oh, da ist tatsächlich ein Fussel. Warte, ich mach ihn weg. Das kann ich bei mir auch selber. Okay, sorry. Ihr könnt euch wahrscheinlich auch noch an den legendären Stern-TV-Auftritt erinnern. Corona-Krise hat ihm finanziell nicht geschadet. Mit Beschwerden über die Corona-Maßnahmen hält er sich zurück. Die Maßnahmen bringen im Grunde nichts. Wenn ich ins Restaurant gehe, zu Billy, warum muss der dicht machen? Einfach, Digga, ist alles nervig einfach. Memo sein Laden. Ist einfach ein Witz, Digga. Wo ist da die Gerechtigkeit? Hört sich für mich nicht nach einem guten Plan an. Nice, danke. Perfekt, Digga. Und hier ist sein Gaming-Raum. Total verdreckt. Überall stinkt es. 4 Bildschirme, 4 Points gleichzeitig. An alle, die ihm nacheifern wollen, hat er eine Botschaft. Es gehört erst Müsli in die Schüssel und dann Zahnpasta, Digga. In diesem Jahr hat Mark TikTok für sich entdeckt. Und so lief es ab. Ehrenbruder Mark ist in Gefahr. TikTok ist sehr haram, siehst du? Nein, bei mir nicht. Haram.
Nein. Ja, aber das muss ich auch sagen. Zum Beispiel mein TikTok ist schon sehr unterschiedlich zu sein. Und ich weiß nicht, woran das liegt. Also irgendwie, er ist so. Also bei dir sind schon manchmal so komische Sachen dabei. Was für komische Sachen? Ja, die du immer dann wegscrollst. Wenn ich so liege und dann so mache, dann scrollst du es weg. Was denn? Klassischer Abend bei dem Gebau ist... Aber auch Beleidigungen blieben nicht aus. Ich fand, hast du deine Frisur da einmal in deinem Leben angeschaut? Ein einziges Mal. Trick 5. Den Gegner komplett hops nehmen. Ich kann nichts dafür, dass du keine Haare hast. Dann kam der Schock. Reagiert auf feuriger Hugo. Weisheiten mit dem Rentner. Was für ein hungriger Hugo, seh ne, Digga. Und mir geht das ein bisschen auf den Sack, Digga. Das ist ja fast schon ein Monte-Heider-Kanal, Digga. Big Mac Bunny check. Ende gut, alles gut. Nun kommen wir zum Thema Liebe. Isa, der Song ist für dich. Es ist Montagabend und wir spielen als Team. Als ich zu dir sagte, ich war scheißen was fürs Meme. Nee, macht Mallorca unsicher. Nope. Isa, glaub mir. Ich war da nur kurz Wasser holen. Im Keller. Bitte glaub mir. Ich finde es sogar sympathischer, wenn eine Frau sagt, ey, ich will das und das erreichen und ich will das und das, die ihr Ziel verfolgt, worauf sie Bock hat. So beschnitten oder nicht? Keine Ahnung. Was besser? Damit ist natürlich die Liebe zu den Zigaretten gemeint. Ja. Also, könnte ich auch niemals. Sascha, es reicht jetzt mit diesem scheiß Versteckspiel, steh endlich dazu. Ich helfe dir jetzt bei deinem Coming Out. Was hast du jetzt hier? Gib mir in der Hand. Der halbe Monatslohn wurde ebenfalls an den Rentner gespendet. OC mit dem Zweiter am Montag, wie läuft's mit Reddit? Den Abend her ist schon in Planung, wann der Reddit am Start geht. Real Talk, ich werde deine Donation einfach nicht befolgen, die nerven mich. Er stellt immer dieselbe Frage, der kleine Hoden-Kobold. Obendrauf gab es für das Rentner-Duo noch einen dicken Gewinn bei Teammates. Dann setzt du dich da rüber, Mensch. Ja. Wow. Bruder. Okay. Lass mich, lass mich, lass mich. Schade. Yeah, yeah. I remember. Spiel 4, Hip-Hop-Legenden. Aber Spiel, warum steht dann der Name Shirin David? Oh. Willst du den Flex-Joker machen, Digga? Hä? So fein, Mensch, Junge. Weil Max, kannst du nicht lachen, wenn er so. Mobbing. Cam wackelt, ja, weil ich mit meinem Bein wackel. Dann wackelt. Hier wackelt doch gar nichts, Digga. Ich weiß gar nicht, was du hast. Du hast gerade einen Schlaganfall, das ist das Problem. Hier wackelt gar nichts, Digga. Oder läuft deine fette Mutter gerade die Treppen bei mir hoch? Moin. Ich träume, ihr könnt das Edi Geller der Eierkopf fragen. Edi der Eierkopf, was träume ich jeden Monat mindestens einmal? Richtig schlimm. Edi träumt immer davon, als 80 zu sein. Jetzt hast du aber einen rausgehauen, ne? Ich gebe euch jetzt einen Tipp mit. Und das ist nicht böse gemeint, Steffi. Frauen sind wie Hund. Das wahrscheinlich schönste Ereignis des Jahres war der Bann von Kein Konzept. Könnte da Kein Konzept wieder einen Schnitt machen? Ach nee. Kanal ist ja gebannt. Auch Farid hat mal einen rausgehauen. Hattest du mal eine Zeit, wo du übergewichtig warst? Ja, tatsächlich vor meiner Beschneidung. Heute mal wieder gezeigt, dass Männer das bessere Geschlecht sind. Es gab jede Menge Beef. Ich verschone euch aber mal damit. Inaktivität. Oder der Schultoilettentrend. Toilette wäre.
Bruder, ich krieg hunderte Videos geschickt von Schultoiletten in Deutschland mit meinem Bild auf der Toilette. Wer hat das in der? Am Ende des Jahres gab es eine wunderschöne Überraschung. Ich werde Vater. Tut mir bitte eingefallen, hört auf, bitte jeder Frau zu schreiben, die bei mir einmal im Livestream zu sehen war, ob sie die Mutter ist. Chillt mal. Es ist unglaublich, wirklich. Es ist unglaublich. Elena hat mir gerade geschrieben, dass sie heute schon tausende Glückwunschnachrichten bekommen hat. Zum Schluss möchte ich nochmal euch allen Danke sagen für das kranke Jahr und ich wünsche euch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bis dann. We be in the backseat, smoking the car got me raspy. You're vibing this melody, it's so catchy. I'ma keep you by my side cause you like family.